Heute werden wir uns eines von den beiden Rocktrail-Messern mal etwas genauer anschauen. Und zwar werden wir das kernige Bushcraft-Messer auf Herz und Nieren testen. Und jeder, der wissen will, was kann denn dieses Rocktrail-Messer, ist herzlich eingeladen, sich das Video anzutun. Und mir bleibt wie vor jedem Video wieder einmal nur zu sagen, viel Spaß dabei. Bevor wir aber die Spiele beginnen lassen werden, möchte ich mal einen lieben Gruß nach Lübeck schicken. Vielen lieben Dank, dass du meine Videos immer so nett kommentierst. Einfach mal so, hat keinen speziellen Grund. Wirklich, vielen, vielen lieben Dank. Wenn euch meine Videos gefallen, dann abonniert doch sehr gerne den Kanal, liked die Videos, kommentiert die Videos und aktiviert die Glocke, weil ich habe keine Ahnung. Auf alle Fälle würde ich mich da sehr freuen, aber ihr wisst Bescheid, alles muss, nichts kann. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Hey Leute, ganz ehrlich, aber Marzipan ist halt einfach zu geil. Ist halt einfach so. Mal schauen, ob dieses Messer genauso geil ist wie Marzipan. Wird schwer, ist eigentlich fast unmöglich. So. Es hat nicht die beste Schneide ab Werk. Das kann ich gleich mal sagen. Ich habe jetzt schon ein paar Mal damit geschnitzt und ein bisschen gearbeitet. Und es tut seinen Job ohne Probleme. Ein zuvor schon angespitzter Stock bleibt auch spitz mit dem Messer. Gott. Nein, man kann damit arbeiten. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, ja, ich habe hier den größten Schneidteufel vor dem Herrn in meinen Händen. So ist es definitiv nicht. Ich werde jetzt nicht mit Handschuhen arbeiten, weil dieses Messer ist mit Handschuhen genauso gut handelbar wie ohne Handschuhe. Ist halt einfach so. Also nicht der brachialste Schneidteufel, aber es geht, wie man hier sieht. Es arbeitet sich durch das Hickory-Holz durch. Was mir sehr positiv aufgefallen ist bei dem Messer, das habe ich vorher erst festgestellt. Oder obwohl, ich glaube, nee, das sage ich erst nachher. Dazu komme ich später. Jetzt möchte ich erst einmal wissen, wie stabil ist dieses Messer. Und dazu werde ich, wie ich es vorher versprochen habe, heute mal wieder batonen. So, ihr wisst alle, was ich von Batonieren halte. Batonieren ist was für, keine Ahnung, Leuchtturmwärter, die ihre Axt auf dem Festland vergessen haben. So, ich möchte trotzdem einfach nur schauen, wie stabil das Ding ist. Ich habe mir gedacht, für 7,99 Euro kann ich jetzt auch nicht viel kaputt machen. Und ihr habt ja den Batoniertest so gerne. Ich batoniere noch ein bisschen vor mich hin. Mutti braucht neues Feuerholz. Aber bis jetzt, es wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Okay, Kampf. Jetzt habe ich den Kampf aufgenommen, Leute. Jetzt, da müsst ihr durch und ich muss auch durch. Oh, nee, keine Chance. Okay, das ist ein bisschen zu heftig. Aber um das geht es ja auch gar nicht. Es geht ja darum, es schlägt sich nicht schlecht. Ich werde jetzt versuchen, das mal hier von dem Holz zu befreien. Oder auch nicht. Ja, schon langsam wird es langweilig, ich weiß. Okay,
Ich werde es jetzt wieder mal rausschlagen. Und jeder, der sich denkt, was stellt er sich denn so blöd an? Es ist gar nicht mal so einfach, sowas zu machen, ohne dass man seinen, ich sag mal, teigigen Körper vor die Kamera schleppt. Okay. Okay. Locker ist nichts. Hier haben wir einen. Hier hat sich etwas minimal verschoben. Aber ich habe da jetzt auch gut Zunder drauf gegeben. Das hat sich hier minimal verschoben. Hier auch minimal verschoben. Aber ich meine, hey Leute, ich sag's nochmal, ein Messer in so einer Größe ist nicht fürs Batonieren gedacht. Es ist halt einfach so. Auch größere Messer sind, ach ja, ich erkläre es jetzt nicht zum 100. Mal, weil es muss jeder selber wissen. Ja, aber ansonsten, es ist auf alle Fälle noch brauchbar. Das kann ich mit gutem Gewissen sagen. Es erfüllt immer noch, nach wie vor so halbherzig, den Schnitttest. Ja, ich habe da jetzt echt gut drauf gehauen, aber wie gesagt, ist halt auch nicht fürs Batonieren gedacht. So, der Take hat ewig lang gedauert. Ich zeige euch jetzt noch, was mir gut gefällt an dem Messer und dann kommen wir heute schon zu meinem kurzen Fazit. Weil, was soll man länger und mehr über ein Messer für 7,99 philosophieren? So, meine Lieben, was ich euch noch zeigen wollte, von mir aufsichtig, auf der rechten Seite ist der Klingenrücken wunderschön abgerundet und entgratet, auf der linken Seite ist er scharf angeschliffen. Ich weiß nicht, ob sich die Söhne in der 6. Generation von der Traditionsfirma Rock Trail wirklich darüber Gedanken gemacht haben oder ob das nur Zufall ist. Es ist auf jeden Fall sehr brauchbar für die Feuerstahlbedienung. Also, wenn sich die Söhne dazu Gedanken gemacht haben und das wirklich extra so herausgearbeitet haben bei dem wunderschönen handgeschmiedeten Modell, dann wird sich ihr Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßvater Alfonso Lorenzo Rock Trail wahrscheinlich sehr darüber freuen. Er würde sich sehr darüber freuen. Keine Ahnung, für Rechtshänder ist das ganz gut. Wenn ich jetzt Linkshänder bin, dann ist es wieder ungeeignet. Aber das funktioniert eigentlich ganz gut. Kommen wir zu meinem kurzen Fazit. Was halte ich denn jetzt von dem Rock Trail Messer, von dem kernigen Bushcraft Messer von der Firma Rock Trail? Ganz ehrlich, wenn ich jetzt nicht unbedingt jeden Tag draußen unterwegs bin und jeden Tag Bushcraft-mäßige Bushcraft-Sachen mache, sondern ich mehr so der Freizeitgriller bin und eh gerade bei LIDL bin, um mir Grillfleisch zu kaufen, was keiner machen soll. Keiner soll sich Grillfleisch, egal. Und dann stolpe ich zufällig über dieses Messer und denke mir, boah, fürs Grillen könnte ich noch ein Messer gebrauchen, dann kann das Messer schon mal in den Einkaufswagen wandern. Kann mir noch irgendjemand folgen? Ich kann mir selber gerade nicht mehr folgen. Wenn jetzt aber jemand sagt, nee, ich bin öfters draußen unterwegs und brauche das Messer wirklich und muss mich auf das Messer verlassen, dann muss er einfach ein paar Euro mehr in die Hand nehmen und soll sich doch bitte ein anderes Messer kaufen. Aber ich möchte niemanden einreden, sich das Messer zu kaufen und auch niemanden einreden, sich das Messer nicht zu kaufen, weil das steht mir gar nicht zu. Ich würde niemals sagen, welcher Mensch kauft sich denn bitte schön so einen China-Schrott, weil jeder muss selber wissen, was er macht. Ich würde es jetzt nicht unbedingt empfehlen, außer jemand sagt, ich brauche nicht mehr als so ein Messer. Es ist halt einfach so. Was mich positiv überrascht hat, das war doch die Stabilität, weil, ich sag's jetzt nochmal,
Man soll nicht betonen. Ich wollte aber trotzdem wissen, wie stabil es ist. Und da wurde ich positiv überrascht, weil ich gedacht habe, mir fliegt jetzt gleich irgendeine Griffschale um die Ohren. Dem war aber nicht so. Und das hat mich echt, ich sag's nochmal, das hat mich positiv überrascht. Voll gut, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und wovon ich auch noch sehr positiv überrascht war, das war diese Feuerstahlkante, obwohl ich nicht glaube, dass das überlegt eingearbeitet wurde. Glaube ich einfach nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, das ist einfach eigentlich eine unsaubere Verarbeitung, die zufällig noch wirklich ganz cool ist. So. Ja, Leute, das war's von mir und von meinem Fazit. Mehr kann ich euch dazu nicht sagen. Das ist halt meine Meinung. Leute, geht raus. Nehmt eure Kinder. Ihr wisst, eure Kinder haben es verdient, öfters von euch mit rausgenommen zu werden. Aber bitte, treibt es nicht zu wild. Sagt Nature Chilled.